Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man sich mehr oder weniger unendlich Items, Geld, whatever, in Anführungszeichen unendlich herstellen kann. Und zwar ganz einfach. Ihr geht hier in den Shop. Ich bin hier gerade im Turm. Geht da, also, egal wo. Und zwar im Bestfall. Kauft euch, wenn ihr nicht so viel Geld habt. Ich hab's jetzt, wie ihr seht, hier schon einmal ausprobiert. mit Dietrichen. Dietriche. Kauft euch so viel Dietriche, wie ihr könnt. Maximal gehen pro Stack 999. Einfach Dietriche kaufen, 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 kaufen. So. Dann. Hier, Spielerversteck. Ganz einfach. Ihr geht jetzt auf eure Dietriche. Oh ja, ein paar zu viel gekauft. Na gut. Ins Lager legen. Alle. Die Dietriche hier auswählen, dass die markiert sind. Und zwar spiele ich jetzt gerade mit dem Xbox-Controller. Wenn ihr die Dietriche markiert habt, so, dass das hier leuchtet, dann auf den Xbox-Controller A und B gleichzeitig drücken. So muss es aussehen. Ihr springt raus, dann kommt ein Fenster, das Fenster geht wieder weg. Wieder in die Tasche rein. Und jetzt nehmt ihr irgendwas, was ihr hier verdoppeln wollt, wählt ihr dann aus und drückt auf dem Xbox 360 Controller, wie gesagt, habe ich hier. Drückt dann Dreieck. Bam! 999 Champion Upgrades. Oh mein Gott. Es ist so hart. Wählt ihr wieder diese Menge aus. Jetzt ist er eigentlich relativ bockwurscht, ob nur Dietrich oder nicht, weil Hauptsache, beziehungsweise 999. Das ist die Zahl, die wir jetzt hier verdoppeln. Ach Gott. So. Okay, mit den Dietrichen ging's jetzt. So, was haben wir denn hier? Grobian. Verbessert Schadenstufe 2, Haltbarkeit. Ja, ich habe jetzt nicht so die überkrassen Sachen, muss ich sagen. Alles im Let's Play vor 2-3 Folgen in irgendeine Waffe reingebraten, die guten Sachen. Zack. Champion Grobian. Probieren es nochmal auf. Ja, es geht auch auf den anderen Sachen. Ihr müsst da nicht auf dem Dietrich das jedes Mal markieren, sondern ihr nehmt einfach das, wo ihr schon 999 oder ähnlich viele Gegenstände habt. Meinetwegen, ihr könnt ja auch sagen, ihr wollt davon 100 Stück haben. Kauft euch meinetwegen am Anfang 100 Dietriche. Dass ihr halt, egal was ihr hier an Items verdoppeln wollt, dann 100 davon habt. Elektronische Bauteile. Nehmen wir jetzt, zack. So. Haben wir jetzt natürlich 998, weil wir hatten den Champion markiert. Und, ja, jetzt schauen wir mal. Oh Gott, ist das krass, hey. Verkaufen, natürlich. Ah, lol. Schön geschlafen. So. Alles aus dem Lager, jawohl, raus damit. Handeln, verkaufen. Probian. 300. Oh mein Gott. Alle verkauft. Alter, leck mich am Arsch. 191. Jetzt haben wir hier, wie viele? So. Unglaublich. Dafür gibt es nur 32. Dietriche, oh mein Gott, wie viel Dietriche? Verkaufen wir mal auf die Schnelle ein paar. Okay, alles klar. So. Nee, zu viel. Und nochmal zum Mitschreiben. Ihr geht auf euer Spielerversteck. Und zwar probieren wir das Ganze jetzt mal mit Tastatur aus. Elektronisches Bauteil. Alles markieren. Eingabe. Und Escape müsste es hier sein.
natürlich nicht. Nochmal markieren. Eingabe und Escape. Genau. Warten, bis das kleine Fenster hier weg ist. Wieder reingehen. Jetzt wählen wir unseren Gegenstand aus, den wir duplizieren wollen. Und zwar, was nehmen wir denn hier? Dum, 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 dum. Stromkabel. Und wir drücken C. Bam. So geht's auf der Tastatur. PlayStation Controller kann ich euch jetzt direkt nicht sagen. Habe ich hier auch nicht in der Hand. Und ja. Aber Xbox 360 Variante habt ihr jetzt gesehen. Tastatur Variante habt ihr gesehen. Oh Gott, viel zu viel Geld schon. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das sinnvoll ist, hin oder her. Ist aber auf jeden Fall möglich. Was ihr davon haltet, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch noch was. Dupliziert nicht so viel. Bis dahin. Ciao, ciao.